Jesus wird einmal in eine Situation gebracht, wo ein dämonisierter Junge von seinem Vater gebracht wird und der Vater ist sich nicht sicher, ob Jesus dem Jungen wirklich helfen kann. Und Jesus sagt zu diesem Vater, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ist das nicht wunderbar? Alles ist dem möglich, der da glaubt. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Glaube sprechen und welche unvorstellbare Power und Kraft in dem Glauben wohnt. Als Jesus später bei der Tochter des Jairus war, da hat er zu dem Jairus, dem Synagogenvorsteher, gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Als er Lazarus auferweckt hat von den Toten, hat er zu seinen Schwestern gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Glaube hat eine unvorstellbare Dynamik in sich. Und ich habe einmal eine Geschichte gelesen in einem Buch von Joel Osteen, der dies berichtet. Das ist eine negative Geschichte. Das ist ein Negativbeispiel, aber es zeigt uns, welche unvorstellbare Kraft im Glauben ist. Das war folgendermaßen, da waren Bahnarbeiter und es war Freitagabend, es näherte sich der Feierabend und die waren alle so im Begriff zu gehen. Und einer von ihnen, jemand, der immer so ein bisschen negativ drauf war und Schlimmes befürchtet hat und eher so der ängstliche Typ war, der ging nochmal und hat nach einem Wagen geschaut. Und zwar war das ein Kühlwagen, der dort in diesem Bereich stand. Und er inspiziert den Wagen und auf einmal fällt die Tür zu. Die Tür des Kühlwagens rattert zu. Jetzt war er drin und drinnen gab es keine Möglichkeit, ihn aufzumachen. Und er trommelt an die Tür und versucht sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, aber die anderen sind schon gegangen. Es ist Wochenende, kein Mensch mehr da. Und er versucht es immer wieder, aber niemand hört ihn. Und er fängt an zu frieren und er fängt an, die Kälte zu spüren. Er merkt, wie es in ihm hochkriecht und er weiß, er wird in diesem Wagen erfrieren. Irgendwo findet er einen kleinen Zettel und dann schreibt er noch einen Abschiedsgruß drauf. Sagt, die Kälte ist furchtbar. Ja, ich kann es kaum aushalten und ich weiß, dass ich hier sterben werde. Und so ist es auch geschehen. Der Mann ist in diesem Wagen erfroren. Und am Montagmorgen finden ihn seine Arbeitskollegen, wie er erfroren in diesem Kühlwagen ist. Er hat alle Anzeichen davon, erfroren zu sein. Die gesamten körperlichen Anzeichen sind, der Mann ist erfroren. Das Interessante bei der Geschichte ist, das Kühlaggregat von dem Wagen war kaputt. Der stand in diesem Bereich, weil er repariert werden musste. Und nachweislich ist es während des gesamten Wochenendes in diesem Kühlwagen niemals kälter gewesen als plus 14 Grad. Ist das nicht eine interessante Geschichte? Der Mann glaubte, dass es kalt ist und das, was er glaubte, geschah. Er ist erfroren in einem Wagen von plus 14 Grad. Das, was du glaubst, wird geschehen. Das, was du glaubst, hat die Kraft, in Realität zu kommen. Hier ist ein Negativbeispiel. Aber die Bibel ist voll von positiven Beispielen. Das 11. Kapitel des Hebräerbriefes ist das Kapitel der Helden des Glaubens. Einer nach dem anderen wird aufgezählt und es wird davon berichtet, was sie durch Glauben erlangt haben. Was durch Glauben in ihrem Leben geschehen ist. Und das Interessante ist, dass es im Hebräerbrief heißt, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wenn du keinen Glauben hast, oder zu wenig Glauben hast, oder du merkst, dein Glaube bringt dich nicht voran, wende dich einfach an Jesus. Sag, Herr, mehre meinen Glauben. Herr, forme meinen Glauben. Bring meinen Glauben in Vollendung. Du bist der, der es anfängt und du bist der, der es vollenden muss. Ich vertraue auf dich. Bitte hilf mir, in deinem Willen zu glauben, nach deinem Herzen zu glauben. Und du wirst sehen, der Glaube besitzt die Kraft, Dinge in Realität zu bringen, von denen du jetzt nur träumen kannst. Wie dieses Negativbeispiel von diesem Bahnarbeiter.
so kannst du im Positiven erleben, dass das, was du vom Herrn dir schenken lässt, als etwas, was du glaubst, dass das in Realität kommt. Ich möchte dich einladen, glaube dem, was Gott sagt. Glaube dem, was er für dich hat. Glaube den Eindrücken und den Bildern, die er dir gegeben hat. Glaube, dass er mehr für dich hat.